Man kann feststellen, dass die Nachfrage zu individuellen Containern die letzten Jahre steigt und auch weiterhin steigt. Die Tätigkeit der ELA Engineering ist eigentlich das, was ELA schon seit Ursprung macht. Unser Senior, unser Founder, Bernhard Albers, ist angefangen, Seecontainer zu kaufen und zu modifizieren. Das Wissen, was wir da erlangt haben, projizieren wir auch in den Bürocontainer rein. Wir schaffen jetzt eigene Produkte, eigene ELA Container Engineering Produkte und bieten die unserem Kunden an. Bei der ECE bieten wir dem Kunden natürlich Seecontainer an, Modifikationen von den Seecontainern, bieten dem Kunden Sonderlösungen im Bürocontainerbereich an, die wir sonst in der ELA-Containergruppe nicht darstellen können. Und was neu ist mit der ELA Engineering, wir bieten auch, was wir im Namen haben, ein Engineering an. Das heißt, wir planen für den Kunden seine individuellen Container und bringen die zu Serienreife. Die Vision hinter der ECE ist, dass wir in 10 Jahren der europäische Marktführer für Spezialcontainer sind. Ein typischer Arbeitstag bei der ELA Container Engineering ist für mich morgens ein Produktionsrundgang, bei dem ich verschiedene Sachen auf Sicht prüfe. Dann im Anschluss Absprachen mit der Produktion, mit der werkseigenen Produktionskontrolle, auch mit dem Wareneingang. Im Anschluss kümmere ich mich dann eigentlich um das Engineering-Team und dann neben dem operativen auch die strategischen Themen zusammen mit unserem kaufmännischen Leiter Meinolf Tophoff. Wir hatten zu Beginn uns stark darüber unterhalten, in welche Branchen wir uns entwickeln möchten. Im Bereich Elektromobilität möchten wir an dem ganzen Wasserstoff-Hype teilnehmen. Das sind meistens Spezialcontainer, wo Elektrolyseanlagen eingebaut werden oder Wasserstofftanks. Das möchten wir in Richtung Plattformen entwickeln. Latebird ist ein Container, wo das Shopping-System integriert ist. Das ist ein eigenes Produkt. Es gibt das so in der Form nicht bei ELA, auch von den Dimensionierungen her nicht. Latebird ist ein vollautomatisches, autonomes System, welches Konsumenten ganz neue Möglichkeiten bringt, Waren jeglicher Art einkaufen zu können. Der Konsument hat eine komplett neue und vor allen Dingen effektivere Möglichkeit, die Dinge einkaufen zu können, die er benötigt, die er schnell benötigt, die er auch zu Zeiten benötigt, wo er in normale Geschäfte eben nicht mehr reingehen kann oder vielleicht auch nicht reingehen möchte. Wir haben die Möglichkeit, in einem Latebird circa 650 bis 700 unterschiedliche Artikel zu lagern. Die Ware wird nicht nach unten auf die Fördertechnik geworfen, nein, sie wird abgeholt. Nach unten befördert, abgelegt, nach vorne transportiert zum Kunden. Und so passiert das mit jedem Produkt. Wir haben ein Sondermaß am Container, welches so von ELA gar nicht produziert wird. Hintergrund dessen ist, dass der Latebird jederzeit ohne Sondergenehmigungen, ohne Begleitfahrzeuge mobil transportiert werden kann. ELA-Container ist nicht ein Standard-Container mit Wänden, Decke und Böden. Vielmehr haben wir in diesem Container bereits vorinstallierte Elektrik, Untergestelle für die Systemschränke zum Einbau, Glassensorschiebetüren, Klimageräten und vielem mehr. Alles in allem explizit für uns entwickelt, konstruiert und angeliefert. In der Zusammenarbeit mit ELA schätze ich am allermeisten die Geduld. Es gibt auch Dinge, die wir ab und zu vielleicht am Anfang nicht so schnell verstanden haben. Und dann haben wir einfach die Spezialisten aus der Containerentwicklung. Wenn es jemand weiß, dann die Freunde aus Haaren.